Tja, hallo, da sind schon unsere rasenden Reporter wieder. Sag mal, Kinders, was habt ihr eigentlich für eine Gesinnung? Neutral. Echt schaffen böse. Neutral. Ja, neutral gut. Ich hab auch neutral gut. Ja, ist auch die beste Gesinnung eigentlich. Nichts wie durch hier. Ja, Stelle, hier steigen wir. Was bist du denn eigentlich? Bist du ein Hexenmeister oder ein Magier? Ein Magier. Ich hab. Und hast dich da irgendwie auf irgendeine. Ich hab mich doch selbst erstellt, wisst ihr doch. Charisma hab ich nicht. Viel Intelligenz? Nee, ich spiele einen Handicap-Magier, der hat nur 10. So, ja, sehr gut. Der kann nur ausgebildet ist oder in die du gehst? Ja, mit Fentik müssen wir reden. Hier, ich mach das mal, dann steigen wir alle eine Stufe auf. Fentik, hallo, ich bin ein lustiger Halbelf, ich bin mega OPG. Alle Kreaturen, die wir gerade hatten und in den Ställen hinter der Akademie aufbewahrt sind, sie sind weg. Verloren, Fentik. Alles ist verloren, ich guck gar nicht in die richtige Richtung, ich bin Desta. Ja, ich bin hier, um die Kreaturen zu schützen. Ach so, Desta sagt, ja, wir sind nicht geeignet. Und Fentik sagt, wir sind doch geeignet. Und Desta sagt, wir sind nicht geeignet. Und jetzt haut er ab. Gutes Gespräch. Und jetzt sagt Fentik gleich, ihr müsst Desta entschuldigen. Alter, ich bin so gut! Ah, das hat sich ganz tief eingebrannt hier, der Prolog. Naja, also... Als Anhänger, bla bla, Desta hat lange gearbeitet und so, und der ist voll der Helmpriester. Und er ist Fentik Moss, der Bruder von Kate Moss. Ob der wohl an der Dürre sterben wird hier? Ja, also ich bin Bib. Koks. Ja, also hier geht's, also von der Akademie durch die Stelle geht's in den großen Saal des Tempels. Da gehen wir hin. Okay, Aribeth ist da hinten. Okay, und jetzt, was machen wir jetzt? Ja, also wir hauen jetzt die Gobos tot und wir haben wie immer keine Anhaltspunkte, das müsst ihr klären. Okay, ich werde euch dabei helfen. Aribeth hat mir bereits eine Belohnung und ich warte drauf. Zweifellos wird Aribeth das halten. Naja. So gut, ich werde... ich schätze, meine Arbeit ist hier getan, ich werde jetzt gehen. So, ich werde euch helfen, Fentik. Juhu, ihr seid ein fähiger Mann, Bip. Und die Lehrmeister, die alle tot sind, sagten das auch. Na gut, ich würde euch gerne einige Fragen stellen. Nee, ich sehe euch dann in der Halle der Gerechtigkeit. So, Stufe aufsteigen. Ihr müsstet auch alleine aufgestiegen sein. Yep. Nur nach dem Prolog ist man Stufe 3. Das... Ach, das war doch dumm. Jetzt nicht rasten. C. Charakteraufstieg hier. Okidoki. Ich weiß gar nicht, worauf ich meine anderen Punkte dann mal packe. Wir sollten uns bei den Fertigkeiten noch ein bisschen absprechen, ne? Ja. Ich habe noch 12 Punkte über. Aber die kann ich auch. Dann Sagenkunde nehme ich jetzt nicht, ja? Nee, Sagenkunde werde ich nehmen, sobald ich hier Waffenmeister bin. Ich glaube, das ist momentan keine Klassenfertigkeit vom Kämpfer. Sagenkunde können die Magier machen. Die wissen eh nichts, was sie da. Ich meine, ich hätte sowieso Disziplin nur, was ich sinnvoll nehmen kann und vielleicht entdecken. Ich weiß nicht, ob der da. Das hatte ich. Entdecken ist immer gut. Oder Fallen. Irgendwer kann ja auch noch die Fallen machen. So, jetzt geht's los. Now we are talking. Stufe 2. Geisterhaftes Antlitz. Das ist bestimmt alternativlos. Ultrasicht, Alter. Kann man dadurch. Wolke der Fassungslosigkeit. Okay. Nicht schlecht. Na, ja, Unsichtbarkeit regelt. Aber wir brauchen eigentlich noch einen Angriffszauber. Berührung. Ja, entzünden kann man. Brennt auch weiter. Ich nehme mal entzünden. So. Ah ja. Okay. Ja, Lynette ist immer noch nett. 7 sind immer noch gut. Und jetzt raste ich mal. Ja, das, also durch den Prolog sind wir schon durch. Wir müssen mal gucken, wie wir das dann tatsächlich machen. Ich habe schon 3 Grad 2 Zauber. Hast du dich eigentlich auch auf irgendwas spezialisiert? Bin Nekromant. Natürlich. So. Das heißt, dann kannst du keine Erkenntnis zaubern, ne? Schnickschnack. Schnickschnack. Ja, ich kann keine... Ich bin Illusionist.
Ja, du blendest die Leute. Ja, natürlich. Ich kann dafür aber keine Verzauberung. Ja, das ist natürlich sehr realitätsnah. Ja, natürlich. Blender. Ist auch so blöd, dass man sich die verbotene Schule nicht selbst aussuchen kann. Dann hätte ich natürlich Nekromantie genommen. Wobei, einige gute sind natürlich auch bei Nekromantie dabei. Und jetzt, wo wir... Aber wir haben Clara als Heilerin. Das müsste schon gehen. Ah, Leute, wir gehen erstmal durch, würde ich sagen, ne? Wenn ihr alle aufgestiegen seid. Ja. Seid ihr alle aufgestiegen? Nein, Manfred ist noch aufgestiegen. Ich bin noch nicht. Ich bin 2 Sekunden soweit. Ja, Moment mal. Dann kann ich ja schnell noch meine Zauber ordnen. So. Das nach hier. Das auch nach hier. Und das nach dort. Und den nach dort. So, dann ist meine erste Leiste auch schon voll. Dann raste ich nochmal. Warum hat er das nicht gelernt? Aber im Prinzip ist das alles völlig Hupe, was man an Gegnern tötet, weil du hier einfach 1600 noch was irgendwas bekommst. So, dann gehen wir mal durch und reden mit Aribeth. Es dürfen Wetten abgeschlossen werden, ob sie noch Paladin ist. Kann sein, dass alles, was ihr jetzt beschworen habt, wieder weg ist, weil das Modul sich ist sie noch, sie ist noch Paladin. Die sind erstmal im... Doch ein brutaler Angriff machte die Erwartungen zunichte, die mit den Schülern der Akademie verknüpft wurden. Kaum zu glauben, dass das Video seinerzeit bildschirmfüllend war. Zusammen mit den Kreaturen aus Tiefwasser war Niewinter jeglicher Hoffnung entrissen worden. Verzweiflung breitete sich über der Stadt aus. Könnte auch Micho sein. Noch viel beunruhigender war, für die, die es jetzt nicht so mitgekriegt haben, diese vier Koralle, das Anbett. Die Niewinter von innen heraus zerstören wollten, als wahr erwiesen. Doch Frisur ist cool. Jener, die für das Wasser verantwortlich waren, blieb im Dunkeln. Tja, Manfred und sonst so. Da flackerte die Hoffnung erneut auf. Aus den Ruinen der Akademie trat ein Überlebender, ein Held hervor, der die Flamme der Hoffnung in dieser dunklen Stunde tragen würde. Naja, genau. Also die vier Kreaturen, die man für das Heilmittel der Pest, die da wütet, braucht, die sind jetzt geklaut oder gestohlen worden und auf jeden Fall nicht mehr da. Hallo, Fantic, na? Das ist ein Fehler, Fantic. Ah, ja, wieder. Das ist ein Fehler. Telefon. Sascha, dein Vater. Wo weißt du das? Ja. Mach ihn auf laut, der kann ja mitreden. So, bitte. So, Desta und Fantic kappeln sich wieder. Es ist mir eine Ehre, nie wieder dienen zu können. Ja, klar. Und Desta sagt, ich mag ihn immer noch nicht. Und Fantic sagt, ich mag ihn immer noch. So, bitte, ihr müsst schon wieder Desta, so wie leben, er hat kein Recht, über mich zu sprechen. Und er sollte seine Zunge hüten oder wird ein paar Zähne verlieren. So, auf geht's. So, also, Niewinter ist unter Quarantäne. Er ist, die Viecher sind verschwunden, das ist ja blöd. Ja, hab ich dir doch gesagt. Die Pest. Hallo, Krankenschwester. Und Klerikern. Alles klar, die Priester des Helm hier von Desta sind unterwegs, um die Krankheit zu lindern. Und jetzt sagt er hier, Fantic und Aribeth sind voll das Kappen. Ich hab die Krankenschwester überredet, wozu eigentlich? Und mir irgendwas so erzählen. Die soll mir doch nichts erzählen. So nennt man das heute. Ja. Nicht lange auf euch warten lassen. Alter. Erlaubt mir der erste. Das ist auch. Wo geht's denn hier überhaupt lang? Ach, von da unten sind wir gekommen, da kommen wir auch nicht mehr zurück. Also, was ich schon geil finde, ist, dass ich einfach mal mehr Trefferpunkte habe als der Zwerg, obwohl der Zwerg einen Constant-Booster hat. Ich find's ein bisschen nervig, dass dich die Charaktere, wenn du mit den NPCs nicht geredet hast, dass die dich trotzdem nochmal ansprechen, eventuell, wenn das vorbeiläuft. Das Alter, mehr. Hier ist Aribeth. Ruhe, 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 wir müssen zuhören, ob sie Paladin ist. Jetzt. Ja, allerdings. Paladin. Palade. Ja. Lade. Ich wurde von Fantic aufgehalten. Ich muss gleich mal die Musik leiser machen und die Sprachausgabe lauter hier. Ist die Liebe ihres Lebens, na, das würden wir noch sehen, Aribeth. So, sie sagt, sie ist voll gut. So, wir helfen ihr natürlich. Ich hab das mal mit dem Paladin durchgespielt, dann war die nachher nicht verknallt. Ja, sind sie am Ende doch immer. Nee. Geralt, du spielst auch dein Leben durch und dann sind alle in dich verknallt. Ja, das ist ja.
normal. Normal. Ja. So, also selbst göttliche Magie hilft nicht, Mann. Wir brauchen diese Kreaturen. Was geschah denn mit den Kreaturen? Okay, also wir müssen finden einen Schreckhand, einen Intellektfresser, einen Yanti und eine Dryade. Sie zur Akademie zu transportieren. Ah ja. Ihr seid dort gewesen. Okay, unvorbereitet. Kreaturen und vier Stadtviertel. Ja, ja, klar. Einerseits müssen wir die Kreaturen aus Tiefwasser finden und dann müssen wir die Zutaten zusammenbrauen. Und dann müssen wir rausfinden, wer dahinter steckt. Yo. Und wir müssen ganz diskret vorgehen, Leute. Diskret ist das... Alles weghämmern, was im Weg kommt. So, jetzt haben wir... Ich habe jetzt einen Rückrufstein. Habt ihr auch einen? Ich habe mit dem gesprochen, mit dem Typen übrigens. Jungs, habt ihr unten rechts drin stehen Rückrufstein erhalten? Nein. Nein. Rückrufstein erhalten steht bei mir da im... Ja, dann guck mal in euer Inventar, ob ihr den da drin habt. Der ist 2x2 groß. Ich hab Rückenstein. Ich hab aber auch mit dem Typen geredet. Mit Aribeth. Nee, mit Sargol. Der gibt das. Hier, wo ich stehe. Ich hab ihn jetzt im Inventar. Sehr gut. Also holt euch einen Rückrufstein, der ist wichtig. Ich weiß, seinerzeit hatten wir keinen, als wir das hier mal durchgespielt hat und mussten ewig in so einem... Fällt auch ein. Das Objekt kann nicht mit mir sprechen. Das Objekt ist beschäftigt. Ja, wir können hier erstmal noch rübergehen. Ich glaube, hier hinten... Ja, ich brauche noch den Stein. Ja, ja. Hier war, glaube ich, auch noch so ein Helmpriester drin. So ein Türpriester, der irgendwie was mit uns machen wollte. Also der auch noch so einen Bonusauftrag hat. Ich geh mal gucken. Hier, da. Ich habe ihn jetzt auch. Ich guck mal, was hier an Büchern und so drin ist, bevor ich... Ja, aber ich bin nicht gut, um mit Leuten mitreden, ne? Ich hab das nicht gesteigert. Was hast du? Charisma einen negativen Wert? Ja. Wieso? Weil ich Weisheit und Geschicklichkeit brauchte. Okay, ich rede mit Olaf. Ich habe Wurfpfeile gefunden. Hallo Olaf. Was ist eure Position hier? Weiter. Überreden, vielleicht könnte ich trotzdem helfen. Erfolg! Vielleicht habe ich vorschnell geurteilt, Bib. Ihr seht so nett aus. Also, was sollen wir machen? Wir sollen die Hellklinge holen. Oder sowas. Wir sollen ein Grab finden. Ah ja. Ja, das war ein heftiger Auftrag. Da kommen nachher solche lustigen Leuchtschwerter, glaube ich. Ja, das sind Lichtschwerter, sind das. Ja, ja. Was wisst ihr über Haluet Nee? Ah ja, der war Stadtgründer, genau. Wir suchen jetzt... Ja, wir helfen also, Bib hat total spitze Nase übrigens. Wenn man da ran scrollt. Klar, nicht das Einzige, was bei ihm spitze ist. Ja, bei Shara sind andere Dinge etwas ausgeprägter als die Nase. Ich nehme an, die Füße, ne? Die hat Schuhgröße 43. Die Fingernägel. Guck dir da was an, die Fingernägel. Hat. Also, Olafs Brief, was machen wir damit? Ja, der muss Brilli gezeigt werden im Halbinselviertel. Der bewacht da ein Grab, da müssen wir hin. Gut, das hatte ich doch noch richtig in Erinnerung. Ach so, der hatte doch aber auch, warte mal, der war doch auch Kleriker, der hat doch bestimmt auch einen Shop. Seid gegrüßt. Es ist gut, dass... Ja, ja, ich brauche Tempeldienste. Fürstin Aribeth hat den Shop, sagt er gerade. Na schön. Oder wo hast du denn das Geld? Ich habe nicht das Geld. Okay, wenn du von Shop gehst. Ich speichere mal. Aber man kann doch trotzdem gucken, was es da so gibt. So, ich liebe dich, sagt er. Wer ist denn jetzt? Wer hat denn jetzt einen Shop hier von denen? Ich glaube Sergol. Sergol oder Aribeth. Eine von Sergol kann dann, glaube ich, nur heilen. Ja, ich kann auch heilen, ne? Ja, ich. Darum geht's ja nicht. Also, nee, ich glaube, der kann nur heilen selber. Rückrufstein, damit kann man sich auch noch aus so einigen brenzlichen Situationen retten. So, wer gammt da eigentlich schon wieder die ganze Zeit im Hintergrund? Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt, keine Ahnung, wo das hingeht. Ich habe den Rückrufstein unten zu F5 in die Leiste gelegt, übrigens. Ja, einer... Müssen wir mal gucken. Einer hatte hier auf jeden Fall einen Shop. Bin mir ziemlich sicher.
Ich bitte euch in dieser um euch mal der ich mag Böb. Ja, ich hab's ja gesehen. Ich glaube dir ja, Hermann. Vorräte für euren Auftrag einkaufen könnt. Denkt, wenn ihr für eure nicht einen guten Ich liebe dich. Nee, kaufen kannst du da auch nicht, glaube ich. Jo, komm mal weiter. Ich brauche die Dienste des Tempels. Was war so schwer davon, diese Antwort anzuklicken? Ich frage mich das manchmal. Okay. Dann kaufe ich mir meinen schlichten Helm, wa? Hirschgeweihhelm. Geschicklichkeitsarmschienen gibt's hier. Handschuhe der gelben Rose. Also der hat, die hat hier einiges. Auch Waffen. Zauber hat sie auch. Geld finden. Tote erwecken. Genesung. Ihr kriegt von ihr Geld. Sie hat mir irgendwie 100 gegeben. Das muss jeder einzeln machen. Was? Sowas finde ich zum Kotzen. Ja, die redet gerade mit Bip. Seid willkommen. Ich bin Fürstin Arbe. Stille kann ich nicht lernen, Krankheit kurieren. Sonstige Sachen. Aha. Hermann, wir haben einen Partner, Luke. Jo, starke Sache. Hä, was hab ich denn da im Inventar? Zepter der Kälte, wo ich das denn her? Ich auch. Unbeschränkte Benutzung von Kältestrahl. Okay. Finde ich okay. Kann man machen. Ja, dann, gut. Den brauche ich nicht eigentlich. Wird einfach verkauft. Also, sie hat ihren Text gut gelernt. Das immer wieder sagen. So, dann habe ich doch noch mal ein bisschen. Oh, mein Hütchen. Hilft der Hut gegen irgendwas? Ja, Fertigkeitsfokus macht Konzentration plus 1. Ja, dann nehme ich den Hut doch. Den Pferdeschweifhelm hier. Wie teuer ist denn der? 24. Ja, das ist auch nicht so besonders teuer. Oder ein Stachelhelm. Da habe ich so eine Pickelhaube auf. Ich glaube, ich nehme den Pferdeschweifhelm. So. Oh nein, jetzt redet der nächste Spasti mit der. Ja, ich bin im Shop drin, jetzt kannst du. Ah, oh, wunderbar. Der nächste Spasti allein. Alter, deine Fresse, Mann. Manchmal haben die auch noch eine Seite 2, ne? Müsst ihr mal gucken. Ja, ja. Okay. Ich hab von der. Ja, so. Boah. Ja, schön. Warum redet ihr denn einfach mit dir so lange? Ja, weil du den Dialog schon gemacht hast. Wir müssen das nochmal machen. Ist nicht zu glauben. Bevor da steht irgendwie hier. Ja, das meinte ich gerade, das ist echt kacke nervig, dass du das irgendwie. Ah, ich habe übrigens 2 Rückrufsteine jetzt. Ja, dann kannst du einen vielleicht verkaufen, der ist ja mega wertvoll. Das ist ja geil. Jetzt funktioniert auf einmal, jetzt funktioniert es hier auf einmal zu gut mit den Rückrufsteinen. Denkt daran, ich werde eure Fragen so gut wie möglich beantworten. Ich kann leider. Hallo, man, du bist erst jemand, wenn du auch einen Hut auf hast, sage ich immer, ne? Ich will nichts davon. Ich will nichts davon wissen. Wo kann ich ein paar Ausrüstungsgegenstände bekommen, was ich da fragen würde? Du kannst auch einfach Escape drücken. Achso, dann sage ich jetzt mal auf Wiedersehen und dann. Und dann einfach 2. Ah, ja, sehr gut. Sehr gut. Und sie ist auch immer freundlich mit einem. So, der kann weg hier, Geräuschexplosion verkaufen. Aber das müssen wir tatsächlich im Auge behalten, ne? Mit welchen NSC jetzt jeder einzeln mit uns reden muss. Mhm. Ja. Das checkst du sonst nicht. So, Tommy nehmen wir nicht mit, ne? Den Schurken. Wir können die Truhe noch einschlagen. Ja, die Fallen können wir auch auslösen. Ja. Ich hab ein Pixie. Achso, die Pixie macht's. Ja gut, dann raus out nach Nibel. Moment, Moment, lass mich doch auch mal shoppen. Da gibt's nichts zu shoppen, dann kannst du einen beschissenen Helm holen. Du kannst holen. Einen Helm kaufen, ich habe einen aufgesetzt. Ja, um die spitze Nase zu verdecken. Du siehst so ein bisschen aus wie so ein römischer Typ da. Ja, gibt halt einen Konzentration plus 1. Also. Die Butaner Prätorianer. Ja. Dann, wenn das sowieso geile Sachen gibt, muss ich auch nochmal mit dir reden. Ja, guck dir das an. Ich, was macht ihr eigentlich hier die ganze Zeit? Ist mir doch egal. Wo ist eigentlich T-Horst hin? Der ist doch schon draußen. Erzähl mir doch nichts. Der hat die Tür doch schon lange geöffnet. Ja. Das ist voll geil. So, und hast du schon jemanden schon mit Bethany? Geh weg, Mann! Hör auf, mit mir zu reden! Ich will nicht mit dir reden! Verzieh dich! Ich rede mit ihr.
Nee, Felix redet. Ja, weil die auf einen zugelaufen ist. Ja, ja, mach mal, wir wollen, das ist alles Quest hier. Bethany ist eine gute. Wir müssen uns gleich entscheiden, in welches Viertel wir zuerst gehen. So. Ja, ich glaube, hier in Niatas ist übrigens der Druide, da kann sich Shara erstmal noch gleich eine. Nochmal gleich ein Hütchen abholen. Jetzt läuft sie zum nächsten und sagt, ich brauche Hilfe. Oh, ich bin so riesig genervt gerade, echt. Ja. Jetzt kommen sie gleich noch und will mit mir reden. Kannst du das in die Einstellung irgendwie machen? Ich habe schon nur eine Gruppe angeklickt. Also eigentlich müsste... Also ein zentraler Redner oder so? Jo, also links, wie gesagt, ist der Druide, aber der Part ist auch erstmal zu Ende. Das hier ist der Magierturm, weiß ich auch noch, da kann man sich auch noch eine Quest abholen. Aber bis zum nächsten Mal, Leute.